Servus beieinander. Bei mir ist jetzt der Bernhard. Grüß dich, Bernhard. Servus. Bernhard, wir suchen jetzt deine Traumfrau. Super. Magst du erst einmal was von dir erzählen? Gibt's ja recht viel zum Verzeihen. Also, ich behaupte jetzt einmal, dass ich jetzt auch nicht recht viel zufrieden bin, weil die anderen auch, die sich da angemeldet haben. Nein, und ich bin nicht bloß wegen dem Gutschein da, ja. Und, ja. Wie alt bist du? 25. Und was treibst du so in deiner Freizeit? Außer auf einer Single-Couch zum Sitzen, ja, schon ein paar Sachen auch, ja. Die genauen Sachen, die hörst du dann später. Okay, sollen sie selber herausfinden. Genau, ja. Wie stellst du deine Traumfrau vor? Ja, die soll auch... Mädels ist schlecht zum Sagen, also... Sie sollte halt einigermaßen... ja, die sollte halt auch gut drauf sein und auch mal eine Garde mitmachen. Und ja, einfach... auch lernen, dass das Leben nicht bloß ernst ist, sondern auch keine Ahnung. Die sollte mir vorher was überlegen sein, was ich sage. Eine lustige und eine bodenständige Herr, ein bisschen lassen. Ja, passt. Hört sich gut an. Hört sich gut an? Ja. Okay. Gibt es irgendeine Charaktereigenschaft an einer Frau, was du überhaupt nicht erpackst? Ja, also standardmäßig, Zicken geht einmal gar nicht. Ja. Ansonsten soll es ja, soll jetzt einmal. Jeder hat seine Vor- und Nachteile und jeder hat seine guten und schlechten Seiten. Es muss einfach in der Waage halten. Jetzt hast du es gerade gesagt, was sind denn deine schlechten Seiten? Also ich glaube, dass das Interview gar nicht so lange sagt und dass ich alle sagen kann. Dann eine zumindest. Ich rede den ganzen Tag Blätter her. Zum Beispiel habe ich mir jetzt gerade überlegt, du hast echt nur einen miesen Job wie ich. Darf ich gar nicht so sagen. Das war jetzt ja gar nicht. Okay. Bernhard, das war es eigentlich schon wieder. Oder magst du noch irgendwas sagen? Nein, gibt es eigentlich nichts zum Sagen, oder? Ich glaube auch nicht. So, das war jetzt der Bernhard. Wenn ihr Interesse an Bernhard habt, dann meldet euch bei ihm. Führt euch.